Ja, servus und hallo zusammen. Willkommen zurück zum Pro Cycling Manager 2019 mit unserem Rudi Rennsemmel. Ja, es geht los, die Isards Tour oder wie sich das Ding auch immer ausspricht, keine Ahnung. Ja, und passend dazu haben wir es geschafft und haben den Saisonhöhepunkt. Das ist sehr schön. Heißt, wir sind fit. Wir werden also die komplette Tour über richtig schön fit sein und das sollte, denke ich, für uns sprechen. Das, ja, es kann eigentlich nur gut werden. Genau, wir haben heute dicke Bergpunkte im Angebot und ich bin sehr optimistisch, dass wir hier definitiv ein Wörtchen mitsprechen bei der heutigen Etappe, was die Gesamtwertung angeht. Und also die Tageswertung und am Ende dann natürlich auch die Gesamtwertung. Da sollte was gehen. Außer wir werden wieder beschissen. So wie beim letzten Mal. Na? Dass der Videobeweis klar zeigt, dass unser Rad zuerst über die Linie war. Aber der Renndirektor sagt was anderes. Tja, frech. Ganz schön frech. Gesamtwertung gewinnen? Ja, natürlich. Sicher. Kein Problem für uns. Wissen wir irgendwas? Buckelmann, das ist wieder unser 55er. Ich kann nichts. Malcharek kann auch nichts. Ja, dann hilft uns, wer auch immer. Der Hinkelmann, der hilft uns. Genau, der Hinkelmann ist ein guter Mann. Uiuiui, da geht's ganz schön hoch. Sabalot, da auch. Da gibt es Bergpunkte, da gibt es Bergpunkte. Also jede Menge Bergpunkte. Aber ich glaube nicht, dass ich groß um die Bergpunkte mitfahren werde. Glaube ich nicht. So, drei lustige Lurchen sind schon weg. Mhm. So, und wieso bin ich hier eigentlich mitten eingekeilt? Das gefällt mir nicht. Ich würde gerne weiter nach vorne kommen, wenn es geht. Aber ich bin ja mitten im Pulk festgefahren. Jungs, 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 macht mal Platz hier, komm. Na also, geht doch. So, da geht jetzt langsam die Führungsgruppe. So, du gehst bitte noch ein Stück weiter vor, wenn es geht. Durch den Tunnel, jawohl. Wir haben die Startnummer 1, das ist ja spannend. Okay, der Henkelmann kann nichts, dann... Ja, es ist blöd. Ne? Man weiß nicht, wer was kann bei uns. Wahrscheinlich kann keiner was. Nicht mal ich. Ich kann auch nichts, genau. Drei Leute, die sind da ausgerissen. Die sind echt tapfer. Das musst du dich erstmal trauen. Naja. Wir haben gerade mal plus 1 Tagesform. Und das, obwohl wir hier dicken Formhöhepunkte und alles haben. Ne? Das ist bitte. Der Henkelmann, der kommt gar nicht hinterher. Der kommt gar nicht hinterher. Der kann uns hier gar nicht schützen, weil er viel zu schwach ist. Der ist total platt, der Bub. Er versucht es zwar, aber das ist mehr Leid als sonst irgendwas. Aber die können alle nichts. Nee, die können alle nichts. Also dann, geben wir ein bisschen Gas, schauen, was passiert. Henkelmann leidet wieder. Mhm. Gut. Der Banusch, der fährt überraschend mit. Überraschend gut sogar. Der hat zumindest einen Punkt hier in Hügel, aber naja. Auch nicht wirklich heroisch, ne? Lass mal die anderen hier die Arbeit machen, ja. Ich meine, noch hat der Berger nicht angefangen. Aber die haben schon jetzt einen Zahn zugelegt. Ja, einer reißt aus. Der hat recht. Sehr mutig. Noch einer. Mhm. Wenn ihr glaubt, dass das die richtige Taktik ist, dann macht nur. Also, jetzt geht's dann gleich los, Leute. Der Berg ruft.
Der Berg ruft. Okay. Ich will auf jeden Fall nicht überziehen. Nicht, dass es mir so geht wie am Ende dem guten Alaphilippe. Ende der Tour de France. Ne? Dem hat es dann auf den letzten zwei Alpenetappen ganz schön gelupft. Ich meine, der war viele, viele Tage im gelben Trikot. Ich glaube, 12 oder 13 Tage war der im gelben Trikot. Also hat eh schon mehr erreicht, als was er eigentlich gedacht hat. Aber dann auf den letzten zwei Etappen, da haben sie ihm dann die Hose ausgezogen. Aber der war halt dann auch, ne, der war kaputt. Das hast du gemerkt. Der ist einfach überm Limit gefahren, über den längeren Zeitraum und dann bist du kaputt. Und das will ich vermeiden, wenn es irgendwie geht. Und ich meine, so eine 3 Wochen Rundfahrt, ne, das ist dann nimmer lustig. Da lachst du nicht mehr. Okay, der Vater ist schon mal zurückgefallen. Der ist der Erste, der hier sterben wird. Ne, der Henkelmann ist schon gestorben, sehe ich gerade. Okay. Teblin schützt uns. Der wird auch als Nächstes sterben. Aber wir haben keine Bergfahrer. Unsere Mannschaft ist so schlecht. Wir sind wirklich eine total luschige Mannschaft. Aber gut, das, ja, ich habe es mal ausgesucht. Deswegen ist unser Rudi der Beste da, genau. Weil der Rest einfach zu schwach ist. Tja. Der Bano schützt uns jetzt. Das wechselt immer, ne? Die wechseln sich da immer ab, ist ja spannend. Okay, die Ausreißer. Ein Ausreißer ist noch vorne. 1 Minute 20. Den Rest haben wir schon eingeholt. Aber die haben natürlich jetzt auch ein Mördertempo. Angezogen, die Jungs. Okay, da vorne ist er. Davon ist er. 9 Kilometer noch. Ja, ich weiß, die Bergpunkte sind verlockend, aber trotzdem, ich... Ne? Kein Scheiß machen. Es geht um die Gesamtwertung. Es geht um die Gesamtwertung. Ja, 16 Punkte sind 16 Punkte, ja. Trotzdem, kein Mist machen. Okay, da waren es noch 60, der Rest ist weg. Banusch ist noch bei uns. Bist du doof, Banusch? Du machst kein Tempo, wenn, dann beschützt du uns. Aber Tempo machst du sicher nicht. Kannst du mir glauben. Okay, also wir haben den Führenden eingeholt. Noch 7 Kilometer. Da kommen wieder ein paar. Jetzt machen die langsam vorne, super. Okay, komm, weiter nach vorne, rennen wir bitte. Der Tabling ist wieder da. Ja, jetzt machen sie langsam, jetzt lassen sie sich wieder Zeit. Verstehe ich nicht, warum. Kannst du mal Flaschen holen, bitte? Wenn du so nett wärst. Jetzt ist der Bocklemann auch wieder da. Jetzt kommen immer mehr. Ja, jetzt kommen sie wieder von hinten. Okay, Wasser ist da, Gott sei Dank. Schön. 2 Kilometer noch. Ach komm, ich... Ach. Ah. Boah, bis ich jetzt da durch das Scheißfeld komme. Weil da wieder alle möglichen, ne, mit ihren blöden Radeln da im Weg stehen. Klar, jeder fährt auch immer direkt vor mir vor die Nase. Das ist wirklich, da kannst du zuschauen, wie sie das machen. Oh, Leute, echt. Geh doch mal weg hier, komm. Lass mich da mal durch. Danke. So, jetzt ziehen wir da mal kurz an. Freunde der Sonne. Jetzt machen wir Schluss mit lustig. Meine Bergpunkte. So, jetzt habt ihr den Dreck.
Meine Bergpunkte. Das war mir jetzt wichtig. Einfach so, weil es mich aufregt, wenn die mir ständig vors Rad fahren. Da bin ich unentspannt. Das mag ich nicht. Ja, jetzt können wir wieder ein bisschen langsam rumluschen. Jetzt könnte man wieder vors Radl fahren. Genau, wir glitschen wieder durch das Auto der Teamleitung. Hervorragend. Banusch, hier, nicht arbeiten bitte. Danke. Du hast keinen Grund zum Arbeiten. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wir fahren jetzt hier gemütlich durch die Gegend. Machen eine ganz tolle Abfahrt. Warten, bis alle wieder auffahren. Genau. Einfach so, wie wir es können. Ist es nicht schön? Das Feld wird wieder größer. Einfach nur toll. Alle kommen wieder ran. Es ist so witzig. Aber echt. So, Basen zurückgefallen. Naja. Passiert. So, jetzt sind wir wieder am Berg, genau. Jetzt geht's dann gleich wieder los. Bockelmann macht gemütlich Tempoarbeit. Kein anderer will hier ablösen. Mhm. 13 Kilometer geht's bergauf. Jo, hat was. 91 Mann. Wieso machen wir eigentlich die Tempoarbeit? Ich verstehe es nicht. Naja, der hat plus 2, immerhin, aber trotzdem. Naja, die werden das schon richtig machen. Okay, jetzt ist es zu blöd. Jetzt würde ich sagen, Bockelmann mal Scharek. Tempoarbeit. Ihr quält euch jetzt mal. Zum Glück habt ihr auch kein Wasser mehr, ne? Ihr habt euch rechtzeitig darum gekümmert, dass ihr euch ein Wasser holt. Das war sehr clever, wie ich finde. Der Tebling holt jetzt Wasser. Cool. Mhm. Jetzt, wo wir Tempo machen, holt er Wasser. Das fällt dir früh ein. Das hättest du ja auch früher machen können, ne? Nur mal so, am Rande bemerkt. Was macht jetzt der Rennsimmel? Warum lässt der abreisen? Ist der doof? Bleib mal hier. Ja, der ist jetzt rausgeflogen, genau. Lassen wir die Jungs verdursten, ist doch wurscht. Wir brennen jetzt hier ein bisschen den Berg hoch. Das sagt sich so leicht, wir brennen jetzt hier mal den Berg hoch. Das ist schon brutal, wie die Jungs da wirklich die Berge hochfahren. Ich habe mir das auch bei der Tour de France immer gedacht. Wenn die da Steigungen haben, so 10-11% und die fahren da noch mit 15 bis 20 km/h hoch, wo du sagst, ey, das ist nicht euer Ernst. Aber ganz geschmeidig machen die das. Das sind schon Viecher, die Jungs. Das sind schon Viecher. Okay, ja, Haubentaucher.
Rennsemmel, auf geht's. Anusch, du fährst frei. Darfst dir ein Wasser holen. Rennsemmel zieht an. Holt sich die Bergpunkte. Na, jetzt wird es aber lang, das Feld. Du. Jetzt wird es lang, genau. Jetzt haben wir richtig schön ein Loch aufgefahren. Sehr gut. Gut, Flasche zu mir. Ja, willst du dir eine Flasche holen? Alle. Oh. Jetzt holt er sich wieder keine Flasche. Ich habe ihm gesagt, er soll eine Flasche holen und er ist zu blöd, sich eine Flasche zu holen. Jetzt hat er es tatsächlich mal geschafft. Junge, Junge da. Sabalot. Okay, wir sind 76 Mann immer noch. Die nächsten 8 von hinten kommen schon. Der letzte Anstieg, der wird's. Der wird's. Okay, dann schauen wir doch mal, wer ist denn hier so um uns rum. Interessant. Nee, ich suche jetzt gerade so die Kapitäne. Ja, ich weiß, ich könnte es halt, da ist einer. Ich könnte es natürlich auch so machen, gell, dass man hier einfach mal schaut. Was ist das für einer? Oh, der hat auch schon deutlich gelitten. Na, den letzten Punkt, den hebe ich mir auf. Den letzten Punkt hebe ich mir auf. Okay, Banosch und Bockelmann, ihr macht nochmal Alarm bitte. Ihr brennt nochmal hier ein bisschen. Die verheizen wir jetzt natürlich, ist klar. Die werden jetzt beim nächsten Anstieg hier, die werden ja richtig leiden. ...20 Kilometer bis zum Ziel. Wir sind richtig gut drauf noch. Dick Energie. Alles gut. Deswegen dieses Feld mit den 85 Leuten, das wird es dann gleich ja, aufreißen, aufsprengen. Okay, so. Energiegel mampfen. Das ist jetzt eine böse Rampe, ja. Die tut weh. Die tut weh. Ah, jetzt geht das Ding hier wieder nicht. Ja, weil es nicht mehr so weit ist. Traue mich noch nicht. Aber ich will die Punkte, ich will die Bergpunkte. Banosch, fahren wir nicht immer vors Rad. So, okay, jetzt weit seid raus, vergesst es.
Rensimmel holt sich die Punkte. Und versucht jetzt durchzuziehen. Wir versuchen jetzt durchzuziehen. Geh weg da, komm, schleich dich. 16 Sekunden, 17 Sekunden. Da kommt noch einer. Der Voss kommt von hinten. Okay, jetzt komm. 25 Sekunden, 23 Sekunden, 24. Der Puls ist brutal hoch. Okay, ich muss hier runter. Ey. Ansonsten schaffe ich das nicht. Ich mache mich sonst kaputt. Eine Minute Vorsprung. 4 Kilometer noch. Der Puls muss runter. 54 Sekunden. 55. Denen geht doch jetzt das Gas aus, Freunde. Denen muss doch jetzt das Gas ausgehen. Okay, wir können noch ein bisschen. Ein bisschen geht noch. Sekunden, aber wir ziehen das Feld richtig schön auf. Komm, 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 komm. 2,1 Sekunden, der will es nochmal wissen, der Typ hinter uns. Gib alles, da steht der Rennsemmel hier, schau mal. Da steht der Rennsemmel. Der kriegt uns nicht. Der kriegt uns nicht mehr. Komm jetzt. Der letzte Kilometer. Jetzt zieh, Rudi. Zieh an. Oh, pack das noch. Jo, 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 jo. Eine Minute Vorsprung kommen. Das ist unser Ding. Das ist unser Ding. Da müssen wir gleich... Alter, Rudi. Sehr schön. Na also, oh, das war anstrengend hier jetzt. Das war richtig anstrengend. Aber das war unser Sieg, den haben wir uns verdient. Sehr beherzte Fahrt. Den haben wir uns verdient. Davon wegen Fotofinish beim letzten Mal. Was habe ich mich geärgert? Da ist er! Da ist er! Haha! Genau, können wir wieder ein bisschen Bussi-Bussi machen hier. Schau mal, es sind immer die gleichen Mädels übrigens. Reist ihr mit uns, oder? Mhm. Das ist ein interessanter Job. Immer mitfahren, Blumen überreichen und Bussi Bussi. Na sowas. So, dann. Bergtrikot kriegt auch der Rudi. Mhm. Hey, was mache ich bloß mit den Blumen, Mensch? Die werden ja alle welk. Genau, Bergtrikot. Wie die sich immer umziehen. Ha, schön. Ja, ich habe nichts zum Anziehen. Stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Und das Sprint-Trikot. Ja, habe ich auch noch. Genau, das Punktetrikot. Ja, das Grün steht ja auch gut. Grün steht ihr gut. Genau. Mhm. Und das Jungprofi-Trikot auch noch. Da ganz in weiß. Ach, Mensch. Ich habe nichts zum Anziehen. Mhm. Sehr witzig. Die Teamwertung, ja, das genau, dürfen die anderen auch mal busteln. Das ist, so viel Trikots muss ja alle bloß waschen. Das will ich ja gar nicht. Sehr schön. Ein Sieg für den Semmel. Jawohl. Mit einer Minute Vorsprung. Dann der zweite, der hat schon 2 Minuten 48. Oh, den haben wir ganz schön was draufgebrummt. Jo, Sapperlot. Sehr schön. Sehr erfolgreich. Jawohl. Gut. Nur gut. Das ist sehr gut. Erste Etappe gewonnen. Gut. Gesamtwertung. Jawohl. Alles klar. Hier ist ja richtig schön. Das gibt nur 24 Punkte. Echt? Boah, ihr alten Knauser. Nur 24 Punkte. Das ist frech. Naja, aber gut.
Besser als nichts. Leute, das war's für heute. Ich sage vielen Dank fürs Dabeisein beim Pro Cycling Manager. Beim nächsten Mal geht's weiter, Etappe 2. Bis dahin, eine gute Zeit. Macht's es gut. Und Servus.